Also darf mich kurz vorstellen, ich bin der Standortleiter von Pelletswerk von der Ziegler Group in Bressert. Wir verarbeiten hier Sägespäne zu Pellets. Unser Rohprodukt wird gerade angeliefert. Das kommt also von der Betzenmühle. Das sind reine Sägespäne, sogenannte Sägenebenprodukte von Sägewerk, also die ganzen Sägespäne, Hackschnitzel und Pinchips, versuchen wir hier zum Verarbeiten zu hochwertigen Qualitätspellets mit der Güteklasse AE1+. Ja, hier sieht man jetzt unser Rohmaterial, was auf der Betzenmühle ein sogenanntes Sägen-Nebenprodukt ist, wo man eigentlich nicht mehr weiterverarbeiten kann, eventuell wegen der Papierindustrie, aber man kann es nicht verheizen oder sonst dergleichen. Und dann versuchen wir aus diesem Rohmaterial Pellets zu machen, das was uns eigentlich immer sehr gut gelingt. Wir haben da einen Rohstoffdurchsatz pro Tag von ca. 60 LKWs, also das entspricht ca. 6000 Kubikmeter Sägespäne, wo man einen Tag bekommen und den wollen wir dann in 24 Stunden verarbeiten zu Pellets. Das Rohmaterial, wie schon gesagt, reinste Sägespäne, die wollen ein reines Nebenprodukt vom Sägewerk sein und keine Rindenabfälle, keinerlei Abfälle oder Schadstoffe oder sonst dergleichen im Rohmaterial drinnen sind. Also hier sieht man jetzt das Material, was frisch angeliefert wurde vom Schubboden zu unserer Annahmebox. Wird jetzt dann über die Förderwege raufgefördert, über den Elevator. Geht dann über den Elevator 26 Meter nach oben ins Silo. Das Silo hat ein Fassungsvolumen von ca. 2000 Kubikmeter. Und da werden die Späne das erste Mal zwischengelagert und werden dann später zum Verbrauch in die Anlage transportiert und das erste Mal zerkleinert. Also da befinden wir jetzt uns aktuell in einem sogenannten Nassspan-Silo. Das heißt, da lagern wir unsere nassen Späne, Hackschnitzel, Pinchips, also alles Material, wo es noch eine Eingangsfeuchte hat vom Rohholz, also zwischen 40 und 50%. Oberhalb von uns befinden sich aktuell ca. 1000 Tonnen Sägespäne, wo wir da warten auf die Weiterverarbeitungen. Dann haben wir da oben das große Graue, da oben ist der sogenannte Austrag. Da tragen wir das Material aus dem Silo aus. Das fällt dann runter in die sogenannte Siebschnecke, das wäre dieses Teil. In der Siebschnecke befindet sich da unten ein Sieb. Da haben wir eine Korngröße von 8 mm. Alles, was kleiner ist als 8 mm, fällt runter und geht direkt zur Produktion. Alles, was größer ist als 8 mm, da wir über die Steigschnecke nach oben transportieren, geht in diese Hammermühle, wo wir die Hackschnitzel und Pinchips zerkleinern. Leistung von der Hammermühle ca. 400 PS. Und da machen wir das erste Mal die größeren Teile, die größer sind, weil 8 mm klein, wollen wir es vorbereiten, damit wir das Material trocknen können. Also das ist jetzt wieder der Förderweg zur Produktion vom Rohmaterial. Da sind jetzt die Späne das erste Mal zerkleinert, werden nochmal durchgemischt, dass es eine schöne Mischung gibt. Da oben das dunkelgraue Teil, das ist der sogenannte Magnetabscheider. Da versuchen wir alles Metall, was sich drin befindet, rauszusortieren, um die Brandgefahr zu vermindern. Und man hat da hinten ein paar Beispiele. Also solche Sachen findet man dann da drinnen. Das ist Material, was einfach in Rohmaterial drin ist, was eventuell von der Säge mitkommt, von LKW, vom Lader. Da ist aber schon das erste Mal durch die Mühle durch, man sieht das, da ist aber keine Brandgefahr, weil die Sägespäne nur nass sind oder feucht sind, ca. 50%. Da kann eigentlich nichts passieren. Aber nach diesem Magnetabscheider werden die Späne getrocknet und dann haben wir erhöhtes Brandrisiko, wenn wir solche Teile in der Anlage haben, dass da nichts passieren kann. Da müssen wir nochmal versuchen, diese Teile abzuscheiden. Das ist jetzt der sogenannte Bandtrockner. Da sieht man jetzt unser Trocknungsband. Das heißt, dieses Band hat eine Länge von ca. 120 Meter, Breite von 6 Meter. Oben auf dieses Band legen wir unsere nassen Sägespäne, das ist ein sogenannter Einlegautomat. Da erzeugen wir einen Teppich aus Sägespäne, der hat eine Höhe von ca. 10 bis 11 cm. Und dann versuchen wir das zum Trocknen. Man muss sich vorstellen, wir haben einen großen Pizzaofen. Wir legen hinten die nassen Späne auf. Die Späne fahren 60 Meter nach hinten in der Trocknungsanlage.
Hinten kommen die Späne mit einer trockenen oder mit einer Feuchte also von ca. 10%. Also, das ist jetzt der sogenannte Bandtrockner. Wir versorgen jetzt da drin unser Rohprodukt zum Trocknen. Eingangsfeuchte ca. 50%. Hinten versuchen wir eine Feuchte zu haben von ca. 10%. Wir saugen oben durch Wärmetauscher Luft durchs Produkt durch und dann stoßen wir das über die Kamine aus. Also wir verdunsten reinen Wasserdampf, also die Feuchtigkeit, was wir Holz entziehen. Die Verdunstungsleistung pro Stunde von diesem Bandtrockner sind ca. 18.000 Liter. Also ist mit einer der größten und einzigartigsten Anlagen in dieser Art, wo es je gebaut wurde und wo wir diese Leistung fahren können. So schaut jetzt das Produkt aus nach der Trocknung. Restfeuchte ca. 10%. Man sieht, es ist schon einmal zerkleinert. Es sind Sägespäneanteil und Anteile von sogenannten zerkleinerten Hackschnitzel. Den wollen wir aber nur mal zerkleinern, damit wir es für die Produktion, für die Presse verwenden können. Da sieht man jetzt da unten die zwei Schnecken. Da siehst du jetzt das Material, weil es nachfällt und weil das immer wieder in die Produktion automatisch einlässt. Also das ist unser Heizwerk. Das sind zwei Öfen, a 6 Megawatt. Das heißt Gesamtheizleistung 12 Megawatt. Wird dann befeuert mit sogenannten Rindenprodukten und Hackschnitzelprodukten. Die Heizleistung von 12 Megawatt brauchen wir allein für unseren Bandtrockner, der die komplette Energie verbraucht. Und beim Auslastung des Bandtrockners von 100% brauchen wir die Heizleistung zu 100% rein für den Bandtrockner. Das heißt, wir hätten nicht einmal Heizleistung über, damit wir das Büro heizen können. Das Büro heizen wir rein durch die Abwärme von den Produktionsmaschinen und der Ofen ist rein für den Bandtrockner die komplette Heizleistung. Hier sieht man jetzt unsere Stärkesilos. Da kriegen wir jetzt aktuell die Stärke angeliefert, die sogenannte Weizenstärke. Wir haben also, wie schon mal erwähnt, also Grundstoffe oder Grundprodukt für unsere Pellets sind also Sägespäne, Stärke und ein bisschen Wasser. Das Wasser brauchen wir dazu, damit wir die Stärke in die Sägespäne mit einbringen. Da versuchen wir das, damit wir die Stärke in die Sägespäne bringen. Da haben wir dann nochmal einen Reifebehälter, wo das Produkt eine halbe Stunde lagert, bevor es in die Pressen kommt, dass die Stärke reagieren kann. Die Stärke brauchen wir in diesem Fall, dass wir wegen Gleitmittel haben, wenn wir es durch die Pressen durchmachen, dass wir wegen einer besseren Bindung haben und dass wir für die Pellets her einen schöneren Glanz haben. Es ist aktuell eine Zugabe von 0,8%. Was aber nicht unbedingt erforderlich wäre, aber um einfach die Qualität zu erhöhen, geben wir diese Stärke zu. Sieht man die eigentliche Produktion. Die Produktion bei uns besteht aus vier Pressen aktuell. Jede Presse hat eine Leistung von 500 Kilowatt und in diesen Maschinen werden praktisch die Sägespäne zu Pellets gepresst. Kommen dann unten raus, gehen über die Förderwege, werden in unteren Bereich abgekühlt von einer Temperatur von ca. 80 Grad auf ca. 30 Grad, werden das erste Mal abgereinigt, gehen dann über den Förderweg nach hinten, steigen dann nach oben. Da oben haben wir nochmal eine Reinigungsanlage, wo wir die Pellets nochmal reinigen, da wird der letzte Reststoff abgesiebt und abgesaugt werden. Und wenn sie dann die Halle verlassen, haben wir Verkaufsqualität. Also da, wenn man jetzt reinschaut, da sieht man jetzt praktisch das Material nach dem Pressen. Da wird es jetzt das erste Mal abgereinigt und abgekühlt. Vorne haben die Pellets eine Temperatur von ca. 80 Grad, wie ich schon mal erwähnt. Und da kühlen wir es rund auf ca. 30 Grad durch Lufteinblasung. Das ist jetzt der sogenannte Leitstand. Das ist eigentlich das Herz oder die Zentrale der Anlage. Der Leitstand ist also rund um die Uhr besetzt, 24 Stunden, 7 Tage. Man hat jetzt da die ganze Anlage, wo wir draußen in echt gesehen haben, haben wir jetzt da visualisiert auf die Bildschirme. Da haben wir dann die Produktionsanlagen, da unten haben wir zum Beispiel die vier Pressen. Da hinten haben wir dann einen Förderkanal, wo wir praktisch die fertigen Pellets hinten transportieren, in die sogenannten Pellet-Silos. Vor die Pellet-Silos da wir das Material entnehmen, dann uns aufteilen auf die
lose Verladung und gleichzeitig auf die Absackung. Auf der Absackung haben wir aktuell drei Linien vom Laufen und da wollen wir das Material aus einem Silo entnehmen und dann wird das Material umgeleitet, entweder auf die lose Verladung oder auf die Absackanlage. Also jetzt habt ihr gesehen, wenn die Pellets bei uns produziert werden, vom Rohmaterial bis über die fertigen Pellets. Irgendwann werden die Pellets auf dem Weg zu euch nach Hause. Das heißt entweder lose Ware, was da hinten in der losen Verladung gemacht wird, oder wo man jetzt im Hintergrund sieht, die Pelletsverladung. Das heißt, die werden jetzt auf dem LKW verladen, gehen dann zum Händler und dann könnt ihr euch diese Pellets im Baumarkt oder beim Händler abholen oder liefern lassen. Und dann sind wir am Ende.